Der DAX muss heute Abschied hinnehmen. Zum Handelsende in Frankfurt notiert der Deutsche Leitindex um 12.770 Punkte. Das ist ein Minus von etwa 0,5% gegenüber dem Schlusskurs von gestern. Ist das nur eine kleine Korrektur oder der Anfang vom Ende der Aufwärtsrallye beim DAX? Diese Frage wollen wir heute versuchen zu beantworten. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar bei Finanzen.net. Schön, dass Sie mit Ihrem PC, Ihrem Mac, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone an dieser Veranstaltung teilnehmen. Trotz der, wie ich finde, sehr, sehr sommerlichen Temperaturen. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Redakteur bei Finanzen.net und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Experten bei uns zu Gast haben, der die Märkte wie kaum ein anderer kennt. Er ist Profi-Trader, verdient seit mehr als 15 Jahren mit der Börse seinen Lebensunterhalt und ist einer der bekanntesten Trader in Europa. Ich begrüße ganz herzlich Birger Schäfermeier. Hallo, Herr Schäfermeier, willkommen bei Finanzen.net. Ja, herzliche Grüße auch aus Mülheim und ich freue mich dabei zu sein. Herr Schäfermeier, Sie sind Börsenprofi, Buchautor und, ich habe es bereits gesagt, Sie traden aktiv seit inzwischen 15 Jahren. Wann haben Sie die Faszination für die Börse entdeckt? Können Sie sich unseren Webinarteilnehmern bitte ganz kurz vorstellen? Also es ist sogar etwas länger, dass ich schon trade. Ich habe 1990 mit dem Start der deutschen Terminbörse angefangen. Also wenn ich jetzt zurückblicke, man merkt dann, dass Das man ist schon älter allerdings ein wird. bisschen länger. Sind es schon 27 Jahre. Muss dazu aber sagen, es sind tatsächlich nur 21 Jahre erfolgreich. Das heißt, die ersten 6 Jahre, gebe ich zu, habe ich gar kein Geld an der Börse verdient. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, als ich Student war. Ich bin eigentlich auf das Thema gekommen über die Schule. Da haben wir mal so ein Börsenspiel gemacht. Da hat mich die Börse absolut fasziniert und ich habe gedacht, Mensch, das wäre was, was du auch weiterhin machen kannst und willst. Habe VWL und BWL studiert. Allerdings während des Studiums mich mehr mit dem Training beschäftigt als mit dem Studium. Ich hab das Studium abgeschlossen, aber ich habe dann nie irgendwo als Volkswirt oder Betriebswirt angefangen, sondern habe dann tatsächlich die Studienzeit genutzt, viele Informationen über die Märkte zu sammeln, eigenes Trading zu machen, eigene Erfahrungen zu sammeln und ja, herauszufinden, wie funktioniert das ganze Trading, wie funktionieren die Märkte, da will ich auch heute entsprechend darüber berichten. Und ja, wie kann man entsprechend Geld aus diesen Märkten dann auch rausziehen? Weil es ist natürlich das eine zu verstehen, wie die funktionieren, aber das andere auch dann, wie kann man dann auch Geld damit verdienen? Ja, darauf sind wir ganz gespannt. Ich hoffe, Sie können uns heute ein paar Tipps und Tricks beibringen. Können Sie uns bitte auch noch ganz kurz umreißen, wie es im Detail für uns heute aussieht? Was haben Sie denn für uns vorbereitet? Also, ich habe gedacht, wir gehen in folgenden Schritten vor. Ich werde mal vorstellen, was meiner Überzeugung nach die Märkte bewegt. Also was macht wirklich aus, ob der Markt hoch oder runter geht? Ich werde so ein bisschen die Frage stellen, kann man oder wie kann man überhaupt ja, das erkennen und ist die Börse logisch, ja oder nein? Und wenn sie nicht logisch ist, wie kann man dann trotzdem erfolgreich an der Börse sein? Ich werde dann im zweiten Teil das einfach mal zeigen mit dem Basismodell, was ich benutze. Also es ist ein relativ einfach zu verstehendes Modell. Es ist nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Und möchte das Ganze dann am Beispiel vom DAX und vielleicht auch vom S&P zeigen, um einfach mal die aktuelle Situation einzuordnen. Natürlich hängt es immer ein bisschen ab, welche Zeiteinheiten man da betrachtet. Wir machen das mal auf Daily Chart und wenn wir Zeit haben, auch im ganz kurzfristigen Bereich. Das ist und ja, dann enden wir das Ganze noch mit Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und das ist das Programm, was ich für heute vorhabe. Super, vielen Dank an unseren Experten bis hierher. Bevor wir in die Details Ihrer Präsentation, Herr Schäfermeier, einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, wie immer auf Folgendes hinweisen. Sie können uns wie bei jedem Webinar jederzeit über die Chat-Funktion kontaktieren, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie Fragen haben. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise während des Webinars aufgreifen. Auf alle Fälle wird es aber, Herr Schäfermeier hat es bereits angekündigt, am Ende der Präsentation eine Fragerunde geben, in der wir gemeinsam offene Punkte klären wollen. Viele von Ihnen kennen das schon. Das Webinar wird außerdem, auch da sage ich den meisten Teilnehmern nichts Neues, aufgezeichnet. Sie können die gesamte Veranstaltung also anschließend jederzeit noch einmal ansehen. Einen Link zur Aufzeichnung erhalten Sie im Nachgang des Webinars per E-Mail. Außerdem finden Sie etwa eine Stunde nach Abschluss dieser Veranstaltung einen entsprechenden Artikel auf Finanzen.net. Sämtliche Webinaraufzeichnungen finden Sie auch jederzeit auf dem Finanzen.net-Newsletter.
YouTube-Kanal. Bevor Sie, Herr Schäfermeier, mit Ihrer Präsentation beginnen, möchte ich auch unsere Teilnehmer aktiv in das Webinar einbinden. Dazu habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Die möchte ich Ihnen gleich mal übertragen. Verehrte Zuschauer, ich möchte gerne von Ihnen wissen, wo Sie den DAX am Jahresende sehen. Diese Frage stelle ich in den Webinaren häufiger. In der letzten Zeit habe ich es nicht mehr getan, aber ich finde, heute bei diesem Thema bietet es sich absolut an, diese Frage an Sie zu stellen. Die Antworten gehen von, Sie sehen es, A, unterhalb von 11.000 Punkten, über C, zwischen 12.000 und 13.000 Punkten, bis hin zu E, oberhalb von 14.000 Punkten. Ich sehe schon, Sie klicken fleißig hinein und die Umfrage läuft inzwischen fast 30 Sekunden. Jetzt haben wir die halbe Minute erreicht. Ich würde sagen, das reicht schon einmal. Sie haben, wie ich finde, doch ein deutliches Urteil abgegeben. Ich schließe die Umfrage und würde sie Ihnen direkt mal übertragen. Dann können wir gemeinsam auf das Umfrageergebnis schauen. Antwort D ist bei Ihnen am beliebtesten. Der DAX wird am Jahresende zwischen 13.000 und 14.000 Punkten stehen. Das ist eine leichte Aufwärtsbewegung, würde ich mal sagen. Wir haben ja an der 13.000-Punkte-Marke gekratzt. Bisher haben wir sie noch nicht ganz geschafft. Heute hat der DAX ja auch wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Den Schlussstand, den offiziellen, haben wir jetzt noch nicht. Ja, Herr Schäfermeier, also die Mehrheit, nämlich in diesem Fall 45% unserer User, glaubt, dass der DAX am Jahresende zwischen 13.000 und 14.000 Punkten steht. Wie sehen Sie das? Hat der Deutsche Leitindex noch Sprit im Tank? Und wie sollten sich Anleger nun am besten positionieren? Ich bin sehr gespannt auf Ihre Einschätzung und Ihre Präsentation. Sie können eigentlich direkt nahtlos loslegen und Ihre Präsentation starten. Ich würde Ihnen direkt mal die Macht über den Bildschirm geben und dann können wir gleich mal sehen, was Sie uns zu präsentieren haben. Viel Spaß, liebe User. Gut, also gleich um auf die Frage einzugehen, wie gesagt, die Präsentation, ich habe sie so ein bisschen vorbereitet, dass ich am Anfang mal meine generellen Gedankengänge zu den Märkten mitteile. Das kann man dann nämlich auch auf andere Märkte übertragen. Das bezieht sich dann nicht auf den DAX, wir werden das später mit dem DAX machen. Wenn ich jetzt das Votum der Zuschauer gesehen habe, dann rechnen sie ja mit einem ganz leicht bullischen Szenario oder bullischen Szenario. Und die, glaube ich, interessante Frage, die sich da viele Teilnehmer stellen, lohnt es sich denn da noch einzusteigen? Ich meine, wenn man jetzt noch einen 5-prozentigen Anstieg irgendwie so im Mittel erwartet auf dem Markt, welche Risiken lauern da vielleicht auf ein? Und ich glaube, da werden wir am Ende dieses Seminars eine gute Antwort für bekommen und auch wie man und wo man vielleicht nochmal im DAX einsteigen kann, wenn man glaubt, dass er bullish ist, wenn man vielleicht auch einen Teil von der Rallye verpasst hat oder Positionen aufstocken will. Alles das sind ja wichtige Fragen, die sich ein Trader stellen muss. Es ist ja nicht nur die Frage, geht der Markt hoch oder geht der runter, sondern viel wichtiger ist ja häufig die Frage dann auch, ja, wo steige ich denn vernünftigerweise dann ein? Wo kann ich Positionen aufstocken? Und wo gehe ich denn dann auch wieder raus, wenn es dann nicht meinen Erwartungen entspricht? Und das ist dann eben schon eher das Gebiet Trading und nicht mehr das Gebiet Analyse. Wobei die Analyse natürlich immer fest mit dem Trading verknüpft ist, logischerweise, denn wir müssen uns ja irgendwo Gedanken machen. Man soll zwar keine Meinung treten, aber man muss letztendlich ja irgendwo dennoch spekulare bedeutet voraussehen. Auch wenn man vielleicht keine Kristallkugel hat, muss man entweder zu der Entscheidung kommen, der Markt geht hoch oder der geht runter oder er macht nichts und man lässt die Finger davon. Und wie ich zu dieser Entscheidung komme, beziehungsweise wie ich die Märkte sehe und bewerte, das wollen wir eben jetzt mal machen. Und ich beginne hier mit einem kleinen Beispiel. Ich hoffe, meine Präsentation ist gut zu sehen. Müsste eigentlich absolut. Wir können alle perfekt den Anfang Ihrer Präsentation sehen. Perfekt. Dann beginnen wir mal einfach mit einem kleinen Gedankenexperiment. Der eine oder andere wird sich vielleicht mit Schrecken noch an die Schule erinnern, wenn da steht, ergänzen Sie diese Zahlenfolge. Und das kriege ich noch hin. Können gerne im Chat einfach mal die Zahlenfolge hier ergänzen. Also ich lese sie auch nochmal gerne vor. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ja, wie würdet ihr intelligenterweise diese Zahlenfolge ergänzen? Ja, also ich sehe den Chat auch, also kann man ruhig auch das interaktiv da reinschreiben. Und, 21, wir haben einen Gewinner. 21. Ja,
Vollkommen richtig und das war natürlich auch nicht schwer und das Ganze ist relativ einfach zu durchschauen. Das ist im Prinzip eine lineare Gleichung, die man hier sieht, ne? Immer plus 3, x plus 3 und ja, wenn man der Markt, also wenn man so eine Formel hätte, wenn der Markt einigermaßen wie so eine Formel funktionieren würde, dann wäre es eben auch gar nicht schwer an der Börse zu handeln, ne? Man müsste eben nur diese Formel haben und könnte dann ja, wissen, welche Sachen beeinflussen den DAX. Das kann man in die Formel einsetzen und hätte dann das Ergebnis, wohin geht der DAX. Man spricht eben dann auch hier von linearen Gleichungen. Jetzt hat André Costolani damals schon einen tollen Spruch geprägt, ist, glaube ich, jedem bekannt. Der war zwar nicht unbedingt ein Trader, aber ein Investor und hat gesagt, an der Börse ist 2 plus 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Also, irgendwie kommen wir doch wieder auf die 4, aber wir kommen eben nicht da auf dem direkten Wege hin. So logisch ist dann eben die Börse nicht, weil dann würde dieses Thema Spekulation auch wegfallen. Und wie gesagt, wir könnten diese Zahlenfolge in verschiedensten Folgen hier ergänzen. 3, 6, 9, 12, 54, 27, 12, 15, 18, dann wird es alles schon wieder schwieriger und undurchschaubarer. Und für mich ist auf den ersten Blick von der Philosophie, wie ich an den Markt herangehe, ist der Markt Chaos. Das bedeutet, viele von den Bewegungen, die passieren, passieren durch Zufall. Und die Schwierigkeit ist eigentlich für den Händler und für den Trader, in diesem Zufall eine Struktur zu finden und die signifikanten und belastbaren Trends aus zufälligen Bewegungen herauszufiltern. Und das ist im Prinzip das, was ich auch in meinen Analysen probiere zu machen. Das heißt, ich versuche, in der Grundannahme sage ich, okay, wir haben letztendlich ein Chaos an den Märkten. Es gibt einfach so viele Einflussfaktoren und der Markt ist an sich nicht logisch, kann er auch nicht sein, denn dann würden alle Marktteilnehmer ja das Gleiche machen, weil irgendwo käme jemand natürlich hinter die lineare Formel, die dann hinter dem Markt steht. Aber letztendlich ist ja auch nicht ganz zufällig. Und da ist dann die Schwierigkeit herauszufinden, okay, wo ist der Zufall, wo ist der Zufall nicht? Und die Grundannahme, die wir sagen, ist, der Markt ist chaotisch. Und von daher sagen wir auch lineares Denken, das heißt eigentlich ja, eben dieses 2 plus 2 gleich 4, das funktioniert im Trading nicht. Da stelle ich mich ganz auf die Seite vom Costolani und sage, das funktioniert deshalb nicht, weil der Markt eben nicht linear ist. Und egal wie schlau wir sind, egal ob wir Volkswirtschaft studiert haben, ob wir 20 Jahre Markterfahrung haben oder bei einer Bank arbeiten oder beim Hedgefonds und Big Data sammeln können, gibt es zwar viele Erklärungen, die uns helfen, den Markt zu verstehen, aber eine Prognose an sich, was genau passiert, das ist unmöglich. Und dieses Phänomen, das ist gar nicht so ein unbekanntes Phänomen, das gibt es nämlich in der Physik durchaus auch, wo man ein sogenanntes deterministisches Chaos hat. Das heißt, es gibt Einflussgrößen, das bestreite ich gar nicht, die auf den Markt einwirken, aber die genauen Ursache-Wirkungszusammenhänge können trotzdem eine Prognose nicht ermöglichen, weil kleinste Veränderungen in den Ausgangsbedingungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. An welchen Beispielen können wir das klar machen? Das können wir am besten klar machen. Das bekannteste Phänomen für ein deterministisches Chaos ist das Wetter. Das heißt, wir haben eine Wettervorhersage, die natürlich nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Also Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet, das sind alles wichtige Einflussgrößen. Aber trotzdem, auch bei absolut vollständiger Information, wäre eine langfristige Wettervorhersage letztlich am chaotischen Charakter des meteorologischen Geschehens nicht möglich. Und das ist am Markt genauso. Also kleinste Veränderungen von den Ausgangsbedingungen oder auch kleinste Einflüsse. Ja, viele kennen vielleicht dieses Beispiel aus der Chaostheorie mit dem Schmetterlingsflügel. Das heißt, irgendein Schmetterling, der irgendwo mit seinen Flügeln einen Windwirbel verursacht, der könnte, das ist natürlich nur ein Bild, eine Allegorie, eine Metapher, der könnte durch den Flügelschlag letztendlich durch selbstverstärkende Effekte und Rückkopplung irgendwo einen Hurrikan auf der Welt auslösen, was natürlich nur im übertragenen Sinne so zu verstehen ist. Aber das wäre letztendlich am Markt auch zu sagen, naja, die eine Nachricht oder die Order, die könnte dann dazu führen, dass plötzlich
es zu einer sehr, sehr kräftigen Bewegung in der einen oder anderen Richtung kommt, weil, nehmen wir mal an, jemand kauft den Markt über einen bestimmten Punkt hinaus, das weckt das Interesse von anderen Marktteilnehmern, die beginnen auch aufzuspringen, dann beginnen Algorithmen aufzuspringen und immer mehr, das wird zu selbstverstärkenden Effekten, nennt man das, und das heißt dann, es können Bewegungen aus dem Nichts entstehen. Das beste Beispiel, was man dafür bringen kann, habe ich in meiner eigenen Karriere erlebt und das war der sogenannte Flash Crash. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt mal, ist jetzt schon 6 Jahre her, wenn ich es richtig rechne, im Mai war das damals und dort ist der Aktienmarkt, der Dow Jones, in wenigen Sekunden 1000 Punkte zusammengebrochen und so Standardwerte wie Protector Gamble sind von $40 auf 1 Cent gefallen. Auf 1 Cent muss man sich mal vorstellen und dann wieder zurück auf $40 gesprungen. Und natürlich ist das letztendlich alles nur passiert, weil selbstverstärkende Effekte aufgetreten sind. Wir haben dieses deterministische Chaos zum Beispiel auch bei zusammenstoßenden Billardkugeln. Das heißt, man kann bei einer Billardkugel natürlich mit einer ganz einfachen Formel, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, die kennt jeder aus der Mathematik, berechnen, wo geht die Kugel hin, aber nur ungefähr 8 Berührungen. Und danach spielt es zum Beispiel schon eine Rolle, wie viele Personen im Raum stehen, weil jede Person ein eigenes Gravitations-, also Magnetfeld hat. Und das ist eine ganz kleine Einflussgröße, aber es macht es unmöglich, nach dem 9. oder 10. Kontakt noch sicher zu sagen, wo die Kugel liegen wird. Und das haben wir eben auch bei den Börsenkursen, dieses Phänomen. Das heißt, die Börse steht damit nicht alleine und das hat auch in den 60er, 70er Jahren bereits Physiker Mandelbrot erkannt und darauf hingewiesen, dass nämlich viele Verlaufskurven von Wirtschaftsdaten nicht lineare Eigenschaften haben und dass sie eher chaotisch sind. Und von daher macht es das wirklich schwierig, wenn wir Einflussgrößen haben und die würden wir alle in eine Formel packen. Ja, wir sagen, ja, der Markt ist jetzt hoch wegen Draghi, wegen den Zinsen, der Markt ist hoch, weil die Wirtschaft läuft. Also im Nachhinein finden wir natürlich immer viele Erklärungsfaktoren, aber die Frage ist ja, warum gelingt uns das im Nachhinein so gut, die Börse genau zu erklären und warum gelingt uns das so schwierig, wenn wir jetzt die Prognose geben müssen, wie wir es am Anfang haben, wo geht der Markt denn tatsächlich dann bis zum Jahresende hin? Und das liegt eben genau an diesen Eigenschaften der Börse, nämlich, dass sie nicht vorhersagbar ist und scheinbar irreguläre Verhaltensweisen aufweist. Jetzt hat allerdings der Herr Mandelbrot damals schon erkannt, dass in jedem Chaos gibt es eine Struktur. Und es ist letztendlich wichtig, wenn man im Chaos erfolgreich sein will, diese Struktur zu erkennen und in dieser Struktur zu arbeiten. Und das ist das, was wir machen. Es hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ihr werdet das gleich sehen, wenn ich entsprechend das in einem Beispiel vorstelle. Ich möchte aber am Anfang mal folgendes Experiment mit euch machen. Und zwar nehmen wir uns dafür genau eine Minute Zeit. Und ich werde mal hier meinen Timer stellen. Und wir haben hier viele Zahlen, die habe ich einfach mal zufällig auf dem Bildschirm angeordnet. Und was ich jetzt möchte, ist letztendlich, dass ihr mal auf eurem Bildschirm die Zahlen miteinander verbindet. Und zwar in der Folge 1, 2, 3, 4, 5. Also ihr könnt mit dem Finger da drüber streichen und schauen, wie weit ihr bis zu welcher Zahl ihr in einer Minute kommt. Und jede Verbindung wäre ein erfolgreicher Trade. Also wenn ihr die 1 mit der 2 verbunden habt, erster erfolgreicher Trade, die 2 mit der 3 und so weiter. Zeit läuft jetzt und ich gebe euch mal, wie gesagt, genau eine Minute Zeit, die Zahlen miteinander zu verbinden. Wenn ihr eine Zahl nicht findet, könnt ihr sie nicht überspringen. Ihr müsst sie so lange suchen, bis ihr sie habt und schaut mal, wie weit ihr kommt. Und am Ende der Minute frage ich euch dann, bis wohin ihr gekommen seid. Das ist eine Sache, ein kleines Experiment, was ich auch immer mit den Teilnehmern auf meinen Seminaren mache, um ihnen einfach das Chaos und die Struktur zu erklären. Ihr habt jetzt noch 30 Sekunden und es geht natürlich darum, möglichst viele Zahlen miteinander zu verbinden. Ja, und ich hoffe, ihr schafft das, möglichst weit zu kommen. Und ja, jetzt laufen die letzten 15 Sekunden und bitte euch dann einfach wirklich auch ganz ehrlich die Zahl da reinzuschreiben, die ihr dann habt. Ihr werdet nämlich dann gleich weitermachen. So, dann bitte ich mal zu stoppen und mal zu gucken, bis zu welcher Zahl ihr gekommen seid und schreibt mir das mal bitte auch in den Chat rein.
Herr Schäfermeier, ich hätte es bis zur 25 gepackt. Ich weiß aber nicht, ob ich da alles richtig Also gemacht habe. 25 kann ich aus Ja. Erfahrung sagen, ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert schon. Also ja, ich sehe es jetzt hier auch, was im Chat reinkommt, so der Durchschnitt liegt zu 16, 17. Das ist auch ganz häufig das. Und hey, wenn Ich heute glaube, einer ich von habe aber uns auch zwei gekommen Zahlen ist. oder so ausgelassen. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich habe ja keine Striche mehr, mit denen ich das nachvollziehen kann. Ja, aber ja, und ich finde es wirklich toll, also wie er jetzt auf die Zahlen reinschreibt. Und klar, das ist auch ein bisschen Tagesform natürlich. Und gerade bei dem warmen Wetter wird es vielleicht schwierig. Es ist jetzt so, das Ganze sieht total chaotisch aus. In Wirklichkeit ist es aber nicht chaotisch. Und ich werde euch jetzt eine Struktur in diesen Zahlen zeigen. Und das machen wir in dem folgendermaßen machen, indem wir den Bildschirm unterteilen in vier Hälften. Und jetzt werde ich euch sagen, verraten, dass immer auf der linken Seite die ungeraden Zahlen sind und auf der rechten Seite sind die geraden Zahlen. Das heißt, seht ihr, links ist alles ungerade, rechts ist alles gerade. Das heißt, ihr wisst jetzt, wo ihr suchen müsst. Dann haben wir noch eine zweite Regel, und zwar, dass wir die von oben nach unten alle sechs Zahlen, also jedes halbe Dutzend, wechseln. Das heißt, wir wissen, 1 bis 6 muss oben stehen. 7 bis 12 muss unten stehen, 13 bis 18 wieder oben und so weiter. Und dadurch, das heißt also, es gibt zwei Regeln, die eine links ungerade, rechts gerade, und die andere Regel bedeutet, alle sechs Zahlen von oben nach unten wechseln. Und jetzt bitte ich euch einfach nochmal das Ganze zu machen und zu schauen, wie weit ihr jetzt kommt. Und ich sage jetzt wieder Start, auf die Plätze, fertig, los, und ihr könnt jetzt verbinden. Ich wiederhole, während ihr verbindet, nochmal die Regeln. Ja, links sind alle ungeraden, rechts sind alle geraden und ihr wechselt von oben nach unten oder von unten nach oben alle sechs Zahlen. Also bei 6, nach 6 wird gewechselt, nach 12 wird gewechselt, nach 18, nach 21 und dann entsprechend nach 27. Immer entsprechend wechseln. So, und auch hier läuft wieder die Zeit und ich bitte euch, das mal zu verbinden. Und ihr habt jetzt hier noch gute 20 Sekunden für. Und die letzten 10 Sekunden laufen. So, und dann bitte ich euch wieder zu stoppen und schreibt mal die Zahlen rein und schreibt mal daneben Plus oder Minus, ob ihr mehr Zahlen oder weniger als vorher entsprechend habt. Also wenn ihr jetzt was eben 18 hattet, jetzt 20, dann schreibt ihr 20 plus 2. Das heißt dann, hey, ihr habt ein bisschen mehr. Okay, oder Also, Herr einfach nur plus Schäfermeier, 3 schreibt. ich hatte 38 geschafft, aber ich muss sagen, so etwa ab 25 habe ich nur noch Zahlen gesehen, blaue Kästchen und irgendwie hat es ab dann viel länger gedauert. Ich weiß nicht, ob das auch die Erfahrung der User ist, aber ich habe tatsächlich mehr geschafft. Genau, und das ist eigentlich auch die Erfahrung. Manche würden jetzt sagen, okay, ich habe das ja schon einmal gemacht, das ist aber nicht der Effekt. Der Effekt ist tatsächlich, also dadurch, dass ihr jetzt eine Struktur habt, wie ihr vorgehen müsst in dem Chaos, wisst ihr zwar immer noch nicht genau, wo die Zahl ist, aber ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Und das ist genau der Ansatz, wie es im Trading auch geht. Das heißt, ich sage an sich, der Markt ist Chaos. Ich zeige euch jetzt aber eine Struktur in diesem Chaos und wenn ihr diese Struktur habt, dann wisst ihr, wie ihr suchen müsst und könnt damit euer Trading auf ein anderes Niveau bringen und könnt damit euer Trading entsprechend verbessern. Ja? Das heißt, wir sagen letztendlich, trotz dem ganzen Chaos in dem Markt, das langfristig macht es den Markt nicht vorhersagbar, gibt es bestimmte Verhaltensmuster oder bestimmte Bewegungen und wir nennen das in der, hört sich jetzt kompliziert an, ihr könnt es auch anders nennen, aber wir nennen das Fraktale, die man identifizieren kann. Und wenn man dieses Fraktal erkennt, dann ist das ähnlich, wie ich euch jetzt gerade den Schlüssel gegeben habe in den Zahlen, ist das ein Schlüssel, sich zurechtzufinden. Und wir können dann zum Beispiel unsere Analysen, wenn wir die an dem Markt machen, verschiedene Fraktale miteinander kombinieren. Das heißt, wir können verschiedene Tools benutzen, wie Verhaltensmuster, also wie verhält sich die Börse, wie Saisonalitäten. Und alle diese Sachen können wir benutzen und trotzdem bleibt der Markt chaotisch. Aber wir haben jetzt sozusagen einen Finger drauf und
können ihn etwas besser verstehen, also wie er tickt, und können dann auch da unser Training drauf einstellen und das eben auch entsprechend nutzen. Und diese Fraktale können ganz viele Sachen sein. Das heißt, es können Chartformationen sein, das können aber auch Statistiken wie Saisonalitäten sein, das können auch ganz Besonderheiten sein am Markt. Also zum Beispiel benutze ich ein System, wenn der Markt eine ganz starke Bewegung macht, wir sagen das Zweifache der üblichen Handelsspanne eines Tages, man nennt die Handelsspanne auch ATR, wenn es das Zweifache macht, dann dreht der Trend immer in die Richtung dieser zweifachen ATR für die nächsten Tage und Wochen. Das können wir statistisch auch beweisen. Das heißt, wir haben einfach verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tools, mit denen wir in dieses Chaos Struktur hineinbringen können. Ja, und das heißt, ich weiß immer noch nicht genau, wohin es geht, aber das ist egal. Ich habe nämlich jetzt sowas wie einen Wegweiser mit dem Fraktal. Und wenn ich weiß, nach was ich suchen muss, wird die Richtung für mein Verhalten gesteuert. Das habt ihr gerade mit den Zahlen gesehen. Und das heißt, ich kann zwar immer noch keine langfristige Prognose machen, weil es kann ja am Markt wieder was Neues passieren, aber ich kann mich da immer wieder drauf einstellen, weil jedes Fraktal an sich ein Wegweiser ist. Und die Aufgabe vom Trader ist es im Prinzip zu wissen, okay, wie sehen so Fraktale aus? Und ich kann euch da heute im Webinar nur eins zeigen, in unserer Trader-Ausbildung schulen wir natürlich die Trader in viel, viel mehr Fraktalen. Wir lernen also zwei Dinge, nämlich diese Fraktale zu interpretieren und auf der anderen Seite diesen Wegweiser, wir können das auch ganz einfach übersetzen wie ein Wegweiser, zu übersetzen, beziehungsweise diesen Wegweiser zu lesen. Ja? Herr Schäfemeier, kleinen Moment, kann ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich habe da einen Hinweis von einem User. Ich glaube, es ging um die Fraktale. Ob es da nicht ein gutes Buch von Rübsamen oder so ähnlich gäbe. Wissen Sie da was? Haben Sie denn da eine Empfehlung, eine Leseempfehlung quasi? Also ich habe jetzt dazu jetzt keine einzelne Empfehlung, weil gerade auch häufig viele Bücher in dem Bereich sind dann sehr, sehr speziell und wieder, man muss es, das sind ja Sachen, wir haben es ja gerade gesehen, schon auch die im Wetter vorkommen und in anderen Sachen auch ein bisschen mit dem Training kombinieren. Das Buch selber, das ist mir jetzt nicht bekannt, aber eventuell ist es, ja, ich schreibe es mir auch mal auf die Liste, ich werde es auch mal anschauen, aber ich kenne es selber nicht. Ja? Super, vielen Dank. Dann werden wir okay. Das nachliefern. Gut, also, wir sagen eben, es gibt Wirkung und Ursache auch an den Märkten, das streiten wir gar nicht ab in dem deterministischen Chaos. Prognose ist dennoch nicht möglich, weil die Ausgangsbedingungen entscheiden. So, und wenn der Trader diese Prinzipien versteht, dann kann er Wahrscheinlichkeiten besser abschätzen. Und wir haben dann folgende Regeln für das Lesen beim Wegweiser. Und das sind einfach ganz einfache Regeln, weil wir die Erfahrung gemacht haben, in so einem Chaos helfen Faustregeln. Und eine, die habe ich geklaut von Jesse Livermore, kennt vielleicht jemand das Buch auch, Reminiszenzen of a Stock Operator oder Das Spiel der Spiele, war am Anfang 1910 einer der größten Spekulanten an der Wall Street, die es überhaupt gab, hat sich von jemand, der kein Geld hatte, bis zum Multimillionär und einer der reichsten Leute dort hochgetradet. Und der hat folgenden Ausdruck geprägt, der Markt nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das möchte ich kurz erklären. Also der Markt ist im Prinzip wie Wasser und der Weg des geringsten Widerstandes bedeutet zum Beispiel, wenn wir gute Nachrichten haben, der Markt aber nicht steigt, dann ist der geringste Widerstand nicht nach oben, sondern dann ist er nach unten. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, das haben wir gestern im DAX gesehen und das können wir uns mal anschauen, weil das eine ganz interessante Situation ist, die für mich sehr interessant war. Und da kommen wir jetzt wirklich auch direkt zu der praktischen Anwendung hin. Schauen wir uns mal an, was der DAX gemacht hat. Also wir haben hier 5.8. Da haben wir hier letztendlich, wenn ich das so einmale, eigentlich eine ziemliche Seitwärtsbewegung, so eine Schiebezone. Ist auch ganz normal. Diese Seitwärtsbewegung in dem DAX ist eine, und da sind wir wieder bei einem Fraktal, Seasonal Charts, ist von der Saisonalität her auch zu erwarten. Das heißt also, wenn wir uns den DAX mal in der Saisonalität anschauen, ja, dann wissen wir eigentlich normalerweise April, Mai, Juni, das heißt, das ist so hier diese Phase, die ich jetzt hier mal mache, ja, die ist zwar aufwärts, aber eher so seitwärts, bevor es dann Ende Juni
wieder eine starke Bewegung aufwärts geht. Das ist ein saisonaler Chart und danach läuft der Markt sehr häufig. Und jetzt haben wir Folgendes gesehen. Der Markt hat eigentlich schon hier Mitte Juni versucht, einmal auszubrechen und ist sofort wieder in die Range zurückgefallen. Und das hat er vorgestern auch gemacht und er hat sehr kräftig eröffnet, hat das aber nicht halten können. Und jetzt könnt ihr euch eigentlich selber die Frage beantworten, was ist der Weg des geringsten Widerstandes? Der Weg des geringsten Widerstandes ist sicherlich im Moment nicht nach oben, zumindest kurzfristig. Auf dem Langfristchart hat das was anderes. Und das heißt, für mich war das zum Beispiel ein Signal, dann auch den gestrigen Tag, so nach der Eröffnungsphase, wo wir wieder da reinfallen, short zu sehen und auch den heutigen Tag eher ein bisschen seitwärts, abwärts zu sehen. Und das hat der Markt ja auch entsprechend gemacht. Und das ist damit gemeint mit dem Weg des geringsten Widerstandes. So, und der kann erkannt werden. So, wenn wir den erkennen, den Weg des geringsten Widerstandes, das können auch Trends sein, das können Nachrichten sein, da gibt es einfach verschiedene Tools, die man benutzen kann, um den zu erkennen. Dann heißt das aber immer noch nicht, dass der genaue Pfad des geringsten Widerstandes bekannt ist. Also das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel gestern erkannt, okay, der wird wahrscheinlich nicht weiter nach oben gehen, aber wie, ob er jetzt in einem Rutsch nach unten fällt, ob er so leicht nach unten abfadet oder wie er das macht, diesen genauen Pfad, der ist mir nicht bekannt. Und dennoch kann man das eben erfolgreich traden. Und man muss jetzt eben gucken, anhand von Fraktalen, und das sind dann Chartmuster, die Struktur von dem Weg des geringsten Widerstandes zu bestimmen. Ich bringe mal ein Beispiel, damit das leichter verständlich ist. Stellt euch vor, oben an einem Berg entspringt eine Quelle. Und dann läuft das Wasser diesen Berg runter. Der Weg des geringsten Widerstandes ist also, Wasser läuft den Berg runter, logischerweise. Welchen Weg genau der jetzt aber nehmen wird, das hängt davon ab, wie ist das Bachbett, wie ist die Struktur von dem Bachbett. Das wird nicht gerade nach unten sein. Es kann sein, dass da irgendwo Hindernisse sind, dass es an diesen Hindernissen erst seitwärts läuft, dass das Wasser sich vielleicht aufstaut. Das heißt, genau diese Struktur, die geht es herauszufinden. Und das mache ich dann, das seht ihr hier unten auch, Verhalten am Oben, Muster, Widerstände, Saisonalitäten. Und das ist zum Beispiel, gehen wir wieder auf den DAX-Chart von gestern, also wir schauen uns das mal an, Verhalten am Oben ist zum Beispiel eine typische Sache. Viele kennen vielleicht meine Oben-Strategie. Und wenn ich jetzt sage, das ist das Oben, also wir haben die kräftige Eröffnung, der Markt sollte eigentlich nach oben gehen, tut er aber nicht. Und dann sehen wir schon hier, er bricht aus dieser Open-Range später im Laufe des Tages nach unten aus. Und das ist dann immer schon mal eben Hinweis, Verhalten am Oben, Rückfall in die Range. Okay, hier geht es eben eher nach unten. Und wir haben dann, da komme ich gleich drauf zu, eine Trendstruktur im kurzfristigen Bereich mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs, die einfach darauf deutet, okay, das geht jetzt mal ein Stückchen weiter nach unten. Und ja, das ist so ein bisschen das grobe Vorgehen. Ich kann das natürlich jetzt heute nur anreißen in diesem kleinen Vortrag, aber ich glaube, die Grundidee ist klar. Ja? Das heißt, wir haben verschiedene Tools. Wir sagen nicht, dass unsere Tools 100% Trefferquote haben, aber wir sagen, wir können trotzdem diese Tools als Wegweiser benutzen, um am Markt erfolgreich zu sein. Und wir haben jetzt hier mal zwei Fraktale, das sind ganz einfachste, die einfachsten Fraktale. Also einfach der Markt geht hoch ein Stück runter oder der Markt geht ein kleines Stück hoch und ein großes Stück runter. Und das Fraktal selber hat keine Bedeutung, aber wenn wir das jetzt uns in der Struktur angucken und in der Gesamtheit, das heißt, wo tritt das Ganze auf, dann kann das eine Bedeutung haben. Und dann kommen wir jetzt wieder zum Beispiel in der Gesamtheit. Also schauen wir uns jetzt mal den saisonalen Chart an. Nochmal, den hatte ich ja gerade schon vom DAX. Und das ist eben zum Beispiel eine wichtige Information. Und da sehen wir im saisonalen Chart ist die zweite Junihälfte. Die zweite Junihälfte ist immer geprägt häufig vom Kursrutsch. Seht ihr hier, ich mache dann nochmal meine, da, zweite Junihälfte vom Kursrutsch. So, und das an sich hat natürlich nur Bedeutung im Zusammenhang mit dem Markt jetzt selber heute, aber da haben wir eben genau gestern dieses Signal bekommen, aha, guck mal, jetzt sind wir hier in der letzten Junihälfte, der Markt bricht hier aus, er kommt nicht mehr richtig in Gang und jetzt läuft er wahrscheinlich die Range erstmal nach unten ab. Jetzt gehe ich mal gerade einfach zum Verständnis nochmal in das letzte Jahr zurück. Jetzt werdet ihr sagen, ja, das war der Brexit. Aber ich behaupte,
Der Brexit war letztendlich nur der Auslöser. Wir haben dieses saisonale Verhalten, dass die zweite Junihälfte eher negativ ist und dann wir in die Sommerrallye hineingehen. Also das, was ich eben auf dem saisonalen Chart gezeigt habe, letztes Jahr auch perfekt so erlebt. Ja? Also das ist nicht irgendwo nur Brexit gesteuert. Und wir können uns das gerne auch nochmal in dem Jahr davor anschauen. Und dann schauen wir mal hier die letzten Tage im Juni, die waren abwärts. Dann geht der Markt in die Sommerrallye, die im 2015 relativ kurz war. Und dann sind wir in die Herbstkorrektur hineingegangen. Da sind wir, ne, und letztes Jahr sind wir so in die Herbstkorrektur mehr seitwärts gegangen. Aber man kann relativ leicht erkennen, auf dem saisonalen Chart ist das Ganze auch ähnlich dargestellt. Und das hilft dann eben beim Trading. Was sollte ich erwarten? Das ist keine Sicherheit, aber was sollte ich erwarten? Und das Ganze versuche ich jetzt eben einzufügen mit weiteren Fraktalen und weiteren Wegweisern. Und es geht mir darum, ich muss den Weg des geringsten Widerstandes kennen, sonst nützt mir der Wegweiser nichts. Die Fraktale sagen mir dann, das heißt, das sind die Wegweiser, die muss ich entsprechend lernen zu lesen. Und wenn ich die nicht in der richtigen Umgebung lese, dann nützt mir der Wegweiser auch nichts. Das heißt, es nützt mir gar nichts, wenn ich einen Wegweiser lesen kann und der sagt, bieg mal rechts ab, aber da ist eine Brücke, die abgerissen ist. Also ich kenne die Umgebung nicht. Dann ist ja Schwachsinn, über diese abgerissene Brücke zu gehen. Da müsste ich einen Umweg gehen. Und das ist so im ganz Groben mal erklärt, wie diese Trade-Philosophie von mir aussieht. Und es läuft darauf hin, auf ein ganz bekanntes Trader-Motto, trade das, was du siehst und nicht das, was du denkst. Und das ist, wie ich vorgehe. Und wir machen das jetzt gleich, ergänzen das um einen wichtigen Faktor. Und ich habe ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass der Markt logisch und rational ist, aber ich glaube, es gibt zwei. Und ich habe ja von einem deterministischen Chaos gesprochen. Also deterministisch heißt, es gibt schon Ursache-Wirkungszusammenhänge. Und für mich gibt es zwei wichtige Einflussgrößen und die muss ich immer rausfinden. Das eine sind die Emotionen der Marktteilnehmer, also sind die von Angst getrieben, sind die von Gier getrieben. Dafür benutze ich das Sentiment, dafür benutze ich Volatilitätsindex, den VIX zum Beispiel. Oder wie ist die Liquiditätslage? Dafür schaue ich mir einfach zum Beispiel Notenbankenentscheidungen an. Und das sind eigentlich die zwei wichtigen großen Einflussfaktoren, die auch große Trends in Angriff nehmen. Und ich zeige euch das mal gerade kurz. Wir machen das ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber trotzdem, um es einfach zu beweisen, der Einfluss von Liquidität. Im März 2009 startete das Notenbankprogramm der Fed, dass sie entsprechend Bonds gekauft haben. Und ihr seht hier in Rot, dieses Programm lief genau bis hier und dann war QE1 zu Ende und der Markt ist sofort gefallen. Dass der Markt dann hier ab Juli gestiegen ist, lag daran, dass man QE2 schon andachte. Und das ist dann hier gekommen, dieser grüne Balken. Und als QE2 vorbei war, ist der Markt sofort wieder gefallen. Ja, und dann gab es verschiedene andere Programme, aber alles Liquiditätszuführprogramme. Und ihr seht, der Markt ist gestiegen, gestiegen und gestiegen. Und diese Einflussgröße, der Fed, hat letztendlich den S&P von damals 800 auf heute 24.000 gepusht. Jetzt müssen wir dazu sagen, die Fed hat natürlich mittlerweile ein gegenteiliges Programm gemacht und wir müssen jetzt anschauen, okay, wird deshalb der S&P unmittelbar fallen oder nicht? Das heißt, im Moment macht die Fed genau das Gegenteil, was sie die letzten 10 Jahre gemacht hat. Sie führt keine Liquidität mehr dem Markt zu, sondern sie zieht sie ab. Die wichtige Einflussrolle der Notenbank sehen wir hier in diesem Chart. Ich habe hier mal den S&P ohne die letzten 24 Stunden Fed-Sitzung und der Markt erwartet immer was Positives von der Fed und wir sehen hier zum Beispiel, dass der S&P sich seit 1998 eigentlich auf der Stelle bewegt hätte, wenn wir die Performance der letzten 24 Stunden vor der Fed-Sitzung aus ihm rausgeschnitten hätten. Das heißt, der Markt erwartet immer was Positives von der Fed, selbst jetzt, wo sie die Zinsen noch erhöht. Jetzt habe ich gerade gesagt, es ist wichtig, wenn wir diesen ganzen Wegweiser zu haben und den Weg geht es trotzdem darum, den Weg des geringsten Widerstandes zu lesen. Und das möchte ich euch jetzt noch mal ganz kurz zeigen, um
in der Analyse. Und dafür benutze ich sogenannte Sequenzen. Was das ist, ist ein ganz einfaches Konzept und das werde ich jetzt kurz anreißen und dann können wir auch schon in die Fragen hineingehen. Und zwar benutze ich ein Konzept, was aufbaut auf der DAO-Theorie, aber nicht gleich der DAO-Theorie ist. Das heißt, ich schaue mir Hochs und Tiefs an, wie stehen die im Verhältnis zueinander. Und für mich ist es immer so, wenn wir mindestens drei aufeinanderfolgende Hochs haben, dann ist die Sequenz aufwärts gerichtet und damit drehen dann auch die Wahrscheinlichkeiten, dass der Markt long ist. Das Gleiche gilt auf der Short-Seite. Und wenn wir hier dieses Einstiegssignal haben, dann müssen wir nicht den Ausbruch kaufen, weil ich hasse Ausbruch kaufen, sondern in den meisten Fällen gibt es nach dem Sequenzstart nochmal einen Rücksetzer. Nicht immer, aber häufig kommt der Markt nochmal zurück und man kann dann auf den letzten Hochs einsteigen, um an dieser Rallye zu partizipieren. Das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze für den DAX aussieht. Und zwar habe ich uns hier den Chart vorbereitet vom DAX und das ist letztendlich jetzt hier der Tageschart. Und ich mache das jetzt ganz grob. Man kann das natürlich auf vielen Zeiteinheiten und auch ganz, ganz fein machen. Aber mir geht es jetzt hier eigentlich um das grobe Bild erstmal, um das Verständnis zu wecken. So, und wir haben im Jahr 2015, da haben wir hier ein Markthoch gehabt und hier ein deutliches Tief. Und dann haben wir in 2016, dann haben wir hier ein weiteres Hoch gemacht und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, hier dieses Sommerhoch und dann gab es eine kleine Korrektur im Herbst und dann gab es hier sozusagen die Trump-Wahl. Und damit ist der Markt, das sehen wir dann hier in diesen kleinen Hochs und Tiefs, in einen Aufwärtstrend hineingegangen. Das heißt, der Startpunkt der Sequenz, also hier, wo ich die Punkte mache, da war der Markt eigentlich auch schon mal losgestartet, aber so richtig auf der langfristigen Zeiteinheit. Der langfristigen Zeiteinheit ist er entsprechend hier gestartet, also auf dem langfristigen Bild. Auf dem kurzfristigen Bild schon vorsehen, dass dies. Herr Schäfermeier, sind Sie noch da? In diesem Moment hängt bei mir der Ton sehr und ich höre jetzt leider gar nichts mehr von Ihnen. Könnten mir die User vielleicht gerade mal eine Rückmeldung geben, wie es bei Ihnen aussieht? Liebe Webinarteilnehmer, hören Sie Herrn Schäfermeier noch? Ich höre nur ein. So. Also mein Herr Ton Schäfermeier, Sie aus. Brechen immer wieder ab. Jetzt habe ich Sie wieder gehört. Okay. Keine Ahnung. Also mein Ton schlug auch aus. Vielleicht ist es manchmal mit GoToWebinar von der Internetübertragung. Keine Ahnung. Jetzt sind Sie wieder da. Also vielleicht haben Sie sich einfach auch zu weit weg bewegt von Ihrem Rechner oder vom Mikrofon. Keine Ahnung. Jetzt sind Sie wieder da. Also ich habe einen großen Garten in meiner kleinen Trading-Villa, wo wir dann 2000 Quadratmeter auch mal vom Bildschirm weggehen können, aber so weit war ich jetzt nicht weg eigentlich. Von daher, gut, wird wahrscheinlich an der Übertragung gelegen haben. Okay, wir haben hier, also ich sagte gerade, dass die Teilnehmer mit ihrem Gefühl eigentlich ganz richtig gelegen haben, dass der Markt eigentlich in einem Aufwärtstrend ist. Und das meine ich jetzt eben mit der Struktur. Wir haben steigende Hochs und steigende Tiefs und diese Struktur in diesem Chaos, die ist immer noch da. Und das heißt, wie genau der sich jetzt weiter nach oben bewegt, das weiß jetzt keiner. Das meine ich mit Chaos. Aber die Struktur ist klar. Und die Fraktale, das, wo ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir hier im Moment hier oben auf ein bisschen Probleme stoßen, heißt vielleicht, okay, wir sehen eine kurzfristige Korrektur Ende Juni. Das ist so meine Erwartung. Ja, kurzfristige Korrektur. Und wie ich dann in Trends einsteige, um das jetzt mal ganz zu vereinfachen, weil wie gesagt, wir haben ja nur eine Stunde Zeit, ist, ich versuche auf den letzten Hochs einzusteigen. Das kann man hier eigentlich ganz gut sehen. Der Markt geht nach oben, aber er setzt immer auf die letzten Hochs nochmal zurück. Und die letzten Hochs, manchmal läuft auch ein bisschen rein, sind gute Einstiegspunkte. Und das würde jetzt bedeuten, wir haben so 12.400, vielleicht auch 12.200 so als den nächsten guten Einstiegspunkt, vielleicht für diese saisonale Juni-Bewegung. Das heißt, im Juni ist jetzt der Markt ja saisonal eher abwärts gerichtet, deswegen muss man nicht unmittelbar einsteigen, meines Erachtens, also, sondern ich lege mich da eher so ein bisschen auf die Lauer. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ich habe ja gesagt, wir können den Markt nicht voraussehen. Natürlich kann der Markt sein Verhalten ändern. Und was nicht passieren darf, ist für mich, wo ich dann auch von dem Szenario abrücken würde, ist, dass wir jetzt beginnen hier von diesem Top aus fallende Hochs und Tiefs zu machen. Also irgendwie sowas hier. Also mit fallenden Hochs und Tiefs auf Tageschart. Das haben wir jetzt lange, lange nicht mehr gesehen. Aber wenn das dann der Fall wäre, dann müsste ich von der Idee Abstand nehmen. Ansonsten
ist, sage ich, die Sequenz aufwärts gerichtet. Und diese Sequenz gibt eigentlich immer den großen Impuls. Und die dahinter stehen dann fundamentale Einflüsse wie die Liquidität. Die Europäische Notenbank ist weiter Gewehr bei Fuß und kauft auch noch jeden Monat Bonds, führt also dem Markt noch Liquidität zu. Das ist in den USA nicht so der Fall. Und die Emotionen der Marktteilnehmer, das haben wir gerade selber gesehen, auch in der Umfrage, sind noch positiv. Das heißt, das sind eigentlich zwei erstmal Anstöße, dass man sagt, diese Rallye, die muss noch nicht vorbei sein, die hat eigentlich noch Chance weiterzugehen. Im kurzfristigen sehen wir eben durch diese Fraktale, also wie sieht genau dieser Weg aus, also diese Wegweiser, die wir uns anschauen, die sagen, naja, wenn ich diesen Wegweiser richtig lese, natürlich liest man den nicht immer richtig, dann kann ich mich erstmal auf Lauerstellung legen und warten, dass der Markt mal so einen Rücksetzer macht, 12,4, 12,2, um da dann nochmal in diese Aufwärtsbewegung mit einzusteigen. Solange wir eben nicht das grundsätzliche Verhalten verändern vom Markt, nämlich, dass wir die Sequenz drehen. Das heißt, dass die Sequenz aus diesen steigenden Hochs und Tiefs, dass die hier umgekehrt ist. Also wie lange dauert so eine Sequenz? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass solche Sequenzen sehr, sehr lange dauern können. Und von daher dauert für mich so eine Sequenz immer so lange, bis sie dreht. Das heißt, wir folgen diesen Sequenzen, bis der Markt uns was anderes sagt. Und das ist eben das auch dreht, was du siehst und nicht das, was du denkst. Es kann mal vorkommen, dass so eine Sequenz unterbrochen wird. Ja, das ist hier mal eingezeichnet. Diese Unterbrechung, und das ist auch der große Unterschied zur Dow-Theorie, und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Ich werde immer gefragt, haben sich die Märkte verändert? Also ich glaube, sie haben sich nicht dramatisch verändert, aber natürlich verändern sie sich ein bisschen. Und unter der Zeit von Charles Dow waren das vielleicht noch gute Punkte. Heutzutage ist es sehr häufig, dass der Markt mal einmal kurz so ein Unterbrechungstief macht. Da haben viele Leute ihre Stops und dann geht der Trend aber weiter. Und ich sage immer, solange wir keine Sequenz nach unten haben, ist auch der Trend noch intakt und wir können diesem Trend auch noch folgen. Und wie sich dann genau der Weg bewegt. Das heißt also, wie es dann genau nach oben geht, ja, also weil es wäre jetzt zu sagen, Mensch, steige ich jetzt ein oder warte ich noch, das ist eben dieses Lesen von den Wegweisern. Und das versuche ich meinen Schülern beizubringen, wie ich das entsprechend mache. Ich versuche ihnen eben die Grundidee beizubringen. Die Grundidee ist, dass der Trend eigentlich den Markt führt. Und das sind dann auch Zeiten, wo man am Markt engagiert sein sollte. Aber eben, man muss nicht zu jedem Zeitpunkt im Trend einsteigen. Und es gibt natürlich auch Wegweiser, die darauf hindeuten, dass vielleicht erstmal die Luft raus ist. Wir können uns das Ganze vielleicht auch nochmal gerade für den S&P anschauen, weil auch hier haben wir letztendlich, wenn wir uns die Struktur mal anschauen, ich zeichne das mal direkt hier rein, ja, und dann sehen wir hier hoch und tief, hoch und tief. Wir haben also definitiv eine Sequenz aufwärts. Die Sequenz ist hier im letztes Jahr nach der Trump-Wahl gestartet und hier sieht man etwas besser als im DAX auch nochmal diesen kleinen Rücksetzer auf diese Sequenz hoch und dann geht der Markt hier mit weiteren Hochs und Tiefs eigentlich schön in den Trend. Hier sehen wir zum Beispiel, dass er hier so eine, man nennt das auch ABC-Bewegung, also ein Tief hoch runter, das ist kein Sequenzwechsel, ist eben nur mal eine Pause vom Trend, den er hier wieder aufgenommen hat. Ja, und hier haben wir natürlich jetzt das gleiche Bild, saisonale Bild wie im DAX, nämlich saisonal wahrscheinlich eher mal ein Rücksetzer. Da haben wir aber dann hier diese Hochs in diesem Bereich hier oder auch der Markt kann auch ein bisschen tiefer laufen in diesen Bereich hinein, also mal ein bisschen korrigieren, bevor es dann saisonal geht es dann wahrscheinlich immer erst so ab Oktober weiter. Das ist so zumindest das, was uns die Statistiken sagen und irgendwas müssen wir uns ja halten und wenden. Ja, ich fasse das mal Ganze nochmal zusammen, weil wir schon quasi am Ende sind, dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also ich behaupte, der Markt ist an sich Chaos, aber es gibt Einflussgrößen. Einflussgrößen wie Emotionen und Liquidität und diese Einflussgrößen, das sind große Treiber, also auch Gewinne natürlich, Aktiengewinne, Wirtschaftslage, das sind wichtige Einflussgrößen, die man verstehen muss. Nur diese Einflussgrößen alleine reichen nicht aus, weil wir müssen dann noch irgendwie uns in diesem Chaos, also wenn der Markt nach oben geht, zurechtfinden, weil die Wege, die er nach oben nehmen kann, die sind ja vielfältig. Und da helfen uns dann die Sequenzen, einmal zu erkennen, was ist der Weg des geringsten Widerstandes
und die Fraktale, also die Saisonalitäten und andere Tools, wie sich genau die Struktur entwickelt und wie wir dann entsprechend unsere Trades aufsetzen können. Das Ganze ist dann immer noch nicht so, dass wir mit einer Kristallkugel genau sehen können, ah, heute wird der DAX 100 Punkte fallen, morgen steigt er dann wieder 30 und so, sondern hat natürlich, ist immer nur eine Argumentation der Wahrscheinlichkeiten, aber der erste Schritt, den ein Trader ja machen muss, wenn er in seiner Analyse ist, und da komme ich jetzt nochmal auf meine Folien zu sprechen, und da muss ich mal gerade zwei, drei Folien weiter scrollen. Der erste Schritt im Trading-Prozess, und das ist immer ganz wichtig, müssen wir mal gerade schauen, so, das ist hier nochmal alles zur Sequenz, das haben wir heute keine Zeit für. So, hier habe ich den Trading-Prozess mal. Der erste Schritt ist immer mal die Analyse rauszufinden, wo ist denn entsprechend der Vorteil. Das machen wir mit den Sequenzen, wie sind die Marktbedingungen, Unterstützung und Widerstände. Und dann, und die ganzen Tools, das sind die Fraktale, und dann wählen wir erst die Strategie aus. Also zum Beispiel eine Sequenzstrategie, wie kann ich diesen Trends folgen. Dann kommt die Trade-Planung, Trade-Management, Check-up. Das heißt, der Trader hat unheimlich viele Aufgaben zu machen. Das sind alles Schritte, die muss er zusätzlich lernen. Also nur die Analyse reicht alleine nicht. Und dann bleibt er eben oder muss so flexibel sein. Ich habe ja gerade gesagt, dass alles diese, was hier links unter Analyse steht, sind Wegweiser. Jetzt kann es aber sein, dass der Markt einen neuen Weg nimmt und dann muss man eben, nur weil der Wegweiser gestern nach oben gezeigt hat, heißt es nicht, dass der ewig nach oben geht. Und deshalb ist es für mich zum Beispiel viel schwieriger, eine Prognose zu machen, wo sind wir am Ende des Jahres, als zu sagen, komm, wie verhalte ich mich im Laufe des Tages, weil da habe ich die Wegweise eigentlich relativ nah bei mir. Das ist auch für mich der Grund, warum ich Daytrader bin, also warum ich meinen Fokus drauf gelegt habe, ja, wie verhalte ich mich im Laufe eines Tages, wie trade ich im Laufe eines Tages. Und ja, ihr seht, wir haben heute mal nur hier über diesen Teil gesprochen, ein bisschen über Analyse, über die Tools und generelle Vorgehen. Aber um erfolgreich zu traden, müssen wir natürlich auch noch eine Strategie haben, eine Einstiegsroutine, Positionsgrößen bestimmen, Trade Management. Das heißt, für den Trader tun sich da eine Menge andere Sachen noch auf. Und wenn wir gleich die Fragen beantwortet haben, dann würde ich auch noch mal euch eine kleine Idee geben, wie ihr entsprechend denn zum Beispiel ja, den Rest auch lernen könnt. Ich würde jetzt sagen, wir schalten jetzt mal zu den Fragen um und am Ende gebe ich dann nochmal einen kleinen Überblick, wie man das Ganze denn sehr schnell und sehr effektiv lernen kann. Herr Schäfermeier, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich fand das alles sehr, sehr spannend, auch sehr interaktiv mit Ihren Spielen, nenne ich es mal. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, auch den Usern hat das sehr viel weitergeholfen. Ja, wir kommen zu unserer Fragerunde. Ich habe einige Fragen notiert von den Usern. Es gibt sehr interessante Fragen. Zunächst mal am Anfang, fangen wir mal hinten an. Sie haben die Sommerrallye angesprochen. Also wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, zumindest laut Chart und Ihren Erfahrungen, dass man jetzt einsteigen sollte, damit man die Sommerrallye noch mitnimmt? Oder wie ist das? Also laut den Erfahrungen haben wir ja gerade gesehen, gibt es eigentlich Ende Juni nochmal irgendwo so einen Abschüttler. Also das heißt, wo der Markt nochmal runtergeht. Und so wie wir das gerade sich seit gestern auch so ein bisschen ankündigt, scheint ja auch begonnen zu haben. Das ist eine relativ kurze Abwärtsbewegung, die kann aber nochmal heftig werden, weil es genau die ist, die dann so die Leute nochmal abschüttelt und nach dem Glauben, Mensch, jetzt geht's doch runter. Und wir haben es ja schon gerade gesagt, die würde ich persönlich im Moment erstmal abwarten. Solange wir uns jetzt nicht über 13.000 im DAX etablieren, und danach sieht es im Moment nicht aus, glaube ich, haben wir eine gute Chance, auf niedrigem Level gut einzusteigen für die Sommerrallye. Die geht dann, und das ist auch wichtig, nur irgendwo saisonal bis Mitte, Anfang August. Das heißt, es ist eine kurze, ebenfalls kurze, aber auch meistens kräftige, schnelle Rallye. Meistens so in der ersten Juli-Hälfte. Ist auch nicht so von großer Liquidität geprägt, aber lohnt sich auf jeden Fall dafür, dann nochmal einzusteigen. Ich würde aber taktisch vorgehen und sagen, okay, mal zurücklehnen, den DAX mal am schwachen Tag kaufen, also mal die schwachen Tage jetzt Ende Juni abwarten. Ich hoffe, dass die kommen. Wenn die nicht kommen, dann ist es nicht weiter schlimm. Also wenn die Sommerrallye direkt startet, da erinnere ich nochmal an Costellani, heute zweimal zitiert. Der hat nämlich gesagt, an der Börse, mit den Chancen an der Börse ist es wie mit der Straßenbahn. Wenn man die eine verpasst, ist nicht schlimm, nicht hinterherrennen, sondern auf die nächste warten, die nächste kommt bestimmt. Und das heißt, sollte jetzt dieser Dip nicht kommen, wo man nochmal schön einsteigen kann, nicht hinterherrennen, weil die Sommerrallye ist dann meistens relativ schnell auch wieder vorbei. Die geht, wie gesagt, meistens bis August, aber und dann haben wir eben diesen Herbstdip vor uns, der dann meistens etwas mehr wehtut nach unten.
Ja. Die Frage eines Users ist, ob es dafür Erklärungen gibt. Ist das, weil viele Leute dann Urlaub haben und irgendwo am Strand sitzen und dann auf ihrem Handy rumtippen und denken, ach, ich könnte ja mal noch einen DAX-ETF kaufen oder hier eine Aktie und da einen Fonds. Wie ist das? Warum entsteht diese Sommerrallye? Also auf der einen Seite geht meistens das zweite Quartal ist dann jetzt vorbei. Das ist normalerweise eigentlich ein gutes Quartal für die Unternehmen. Und das heißt, da wird eigentlich auch sehr viel bilanziell an Gewinnen reingepackt. Während das im dritten Quartal genau anders läuft, das hat sich so eingebürgert, dass man da die meisten Abschreibungen und die schlechtesten Aussichten, da kommt meistens so die Angst vor den dritten Quartalsergebnissen. Also das heißt, wir haben einmal diesen Effekt. Den zweiten Effekt ist natürlich, dass wir ein wenig Liquidität haben. Das heißt, es reichen kleinere Aufträge auch aus, die Märkte nach oben zu bringen. Und da die meisten Marktteilnehmer eher bullish sind, ist es dann auch häufig so ein Phänomen, dass die Märkte dann nach oben gehen. Also die ihre Position bereinigen wollen, die machen das eben jetzt genau Ende des Quartals, und das ist eben auch der Rücksetzer. Das heißt, Fonds, die jetzt sagen, wir wollen Quote abbauen, die machen das jetzt eigentlich so, damit sie dann auch die Cash-Quote ausweisen zum Anfang Juli für das neue Quartal. Und da wird dann häufig dann nochmal eingestiegen. Und deswegen haben wir auch diesen Effekt häufig. Ja, das ist jetzt schwierig, größere Positionen zu handeln. Also sowohl wenn man sie abbaut, dann gibt es eben diesen Rutsch, als sie dann auch wieder aufzubauen. Und ja, letztendlich ist es aber auch bei vielen Sachen so, mittlerweile, dadurch, dass die Sachen ja nicht ganz unbekannt sind, gibt es auch viele so selbsterfüllende Prophezeiungen, ne? Also wenn jeder weiß, dass das passiert, versucht man eben da sein Handeln nach auszurichten. Welche Faktoren gibt es denn in naher Zukunft für die Märkte? Sie haben schon was erwähnt, Trump, die Fed, möglicherweise ist es auch die EZB. Wie sehen Sie die Gefahr, in Anführungszeichen, dass die EZB sogar Anfang des kommenden Jahres vielleicht die Zinsen erhöht? Also EZB hat ja klar sich geäußert jetzt. Sie haben gesagt, sie werden keine weiteren Senkungen mehr machen. Und wir müssen uns diese Dramaturgie mal kurz anschauen. Sie haben, und das hat die Fed damals ja auch so gemacht. Also man geht jetzt so in ganz kleinen Schritten den Markt daran zu gewöhnen, dass so die ganz glorreiche Zeit vorbei ist, wo die Märkte wirklich gefüttert wurden mit Liquidität. Das heißt, der erste Schritt ist, sagt, wir senken nicht mehr weiter. Der zweite wird dann heißen, wir stellen das Bond-Buying-Programm ein oder wir reduzieren das. Der dritte dann, wir stellen das Programm ein, und dann irgendwann wird man vielleicht auch sagen, hey, jetzt haben wir auch Spielraum, die Zinsen wieder zu erhöhen. Das ist allerdings ein Prozess, das haben wir bei der Fed gesehen, der sich über 1 bis 2 Jahre mindestens hinzieht. Die Märkte nehmen natürlich sowas ein bisschen vorweg, aber das dauert noch, und das stimmt einen auch, sagen wir mal, hoffnungsfroh derzeit noch für den DAX, weil einfach Liquidität ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Solange es nicht irgendwo ganz große politische Risiken gibt, die immanent werden, wird dann dieser Liquiditätsfaktor auch dominieren. Das heißt, wird dann auch den Markt auch weiter treiben. Wir müssen allerdings dazu sagen, wir haben in USA mittlerweile ein anderes Szenario. Also da wird dem Markt Liquidität entzogen, und die Fed spricht auch darüber, dass sie auch ihre Bilanz mittlerweile, die sich sehr ausgeweitet hat, verkürzen will. Und das ist auch so ein Effekt, wo man sagen muss, die USA ist bereits im anderen Zyklus. Am Anfang profitiert meistens der DAX noch davon, weil die Anleger dann die USA meiden und im Ausland anlegen, zum Beispiel auch im DAX. Ich habe allerdings noch nie in meiner Karriere gesehen, dass wir uns langfristig vom Dow Jones losgekoppelt haben. Und das ist so ein bisschen die Bauchschmerzen, die ich im Moment bei dem ganzen Szenario habe. Ja? Also für Europa selber sehe ich im Moment gar keine Gefahr, dass wir hier einen dramatischen Zinsanstieg bekommen. Derzeit in den USA wird er nicht dramatisch sein, aber wir haben einfach schon ein anderes Szenario. Und da ist die Frage, wie weit kann sich der DAX da abkoppeln? Und da muss ich sagen, das wird dem schwerfallen. Also von daher auch eher moderat bullisch. Ein User fragt, ob man die Wegweiser, die Sie erwähnt haben, auch am Chart oder nur am Chart liest oder ob es auch andere Merkmale gibt. Ich glaube, wir haben das soeben beantwortet. Natürlich ist der Chart ganz entscheidend, aber es gibt eben auch fundamentale Faktoren, die eben von der EZB ausgehen oder vielleicht auch von der Politik. Sehe ich das richtig?
Absolut, ja. Also man darf das nicht auf einen Faktor zurückführen. Und letztendlich macht erfolgreiches Trading aus den Chart, der ist wichtig, aber eben auch die großen Zusammenhänge zu kennen, eben wie funktioniert das mit den Zinsen, mit der Liquidität, aber auch die Emotionen, also Sentiment der Marktteilnehmer zu interpretieren. Wie ist dort die Stimmung? Da sind wir heute jetzt nicht drauf eingegangen. Das heißt, es ist eine Mischung aus all diesen Punkten. Ein weiterer Webinarteilnehmer stellt die Frage oder stellt fest, es gibt so gute Einstiegsindikatoren nach einer Korrektur, warum gibt es keine guten Ausstiegsindikatoren? Oder gibt es sie doch? Hat der Teilnehmer sich vielleicht getäuscht? Gibt es Ausstiegsindikatoren? Also, es gibt so einen schönen Spruch aus Wall Street 2, dem Film, it's easy to get in, hard to get out, was so heißt nach dem Motto, es ist ziemlich einfach reinzukommen, aber viel schwieriger rauszukommen wieder aus dem Markt. Ich glaube, da spricht der Teilnehmer da auch an, aber ihr seht hier auf meiner Slide eben auch Trade Management Plan. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir im Trading ganz wichtig unseren Schülern auch schulen. Wie betreue ich denn meinen Trade und wann soll ich raus? Und natürlich gibt es auch ganz tolle... Herr Schäfermeier, ganz kurz, ich würde Ihnen nochmal Ihren Bildschirm übertragen, beziehungsweise Ihnen nochmal die Macht kurz geben, wenn Sie was zeigen wollen, weil ich hatte schon meinen Bildschirm übertragen. Dann können Sie jetzt das nochmal tun. Ja. Sie wollen ja nichts verpassen. Genau. So, wollen wir mal gucken, ich muss noch warten auf den nächsten Bildschirm, da ist er. Also, wir haben ja in diesem ganzen Trading-Prozess, haben wir eben hier das Trade Management, was ein ganz wichtiger Baustein ist. Und zum Trade Management gehören eben Dinge hinzu, dass wir auch zum Beispiel Indikatoren dort benutzen, den Supertrend. Wir benutzen natürlich auch Hochs und Tiefs dafür. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Aufgabe für den Trader, hier auch im Trade Management genau zu wissen, was er tut. Also am schlechtesten ist eigentlich der Anleger beraten, der irgendwo einsteigt, aber keine Idee hat, wie er wieder aussteigen will. Und das ist eben, wenn man traden lernen will und wenn man das Ganze umsetzen will, ein ganz wichtiger Punkt, den man mitlernen muss. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal kurz sagen, wir haben zusammen mit VRSelf dieses Seminar ja gemacht. Und wir haben in den nächsten 90 Tagen ab Juni so ein Take-Off-Trading-Seminar, was sich eben an alle richtet, die genau diesen Prozess hier mal lernen wollen. Das ist ein Kurs, wo es jeden Tag eine neue Einheit gibt und den ich sozusagen online mache, so wie jetzt hier auf diesem Webinar, aber eben auch immer live trade an den Märkten und wo wir eben das gelernte Wissen in Praxis auch jeden Tag umsetzen. Also wir haben 90 Tage Zugang zu einem Classroom, wo man mir Fragen stellen kann, wöchentliche Themenabschnitte, jeden Tag Marktkommentare und die Teilnehmer lernen eben zwei von meinen Basisstrategien und am Ende treffen wir uns hier alle nochmal, wer Lust hat, in Mülheim. Und dieser Kurs, der startet jetzt gerade und es gibt eben die Möglichkeit, wenn man bei VRSelf Invest ein Konto aufmacht, diesen Kurs ganz umsonst zu bekommen. Oder aber man kann ihn einfach eben auch bei uns buchen. 90 Tage für 498 Euro ist für diejenigen, die das lernen wollen, also es sind 166 Euro im Monat, vielleicht die Möglichkeit, für ein kleines Geld, für eine kleine Markt, auch diesen ganzen Trading-Prozess, den ich jetzt hier angezeigt habe, intensiv zu üben und zu trainieren mit uns. Und wer Interesse hat, der kann einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, auf der www.tradak.info. Ja, das war nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ja, das ist kein Problem. Dafür ist ja auch ein Webinar da, ne? Genau, dafür ist es auch nochmal da. Ich gucke mal gerade auch nochmal, das kann man eben, wie gesagt, auf unserer Webseite nochmal schauen. Ansonsten denke ich weiß, es gibt noch unendlich viele Fragen, aber vielleicht ist eben genau auch da die Möglichkeit, mal in dem Kurs mehr Zeit sich zu nehmen für die Fragen. Für heute hatten wir so eine Stunde geplant und ich bin auch ein bisschen eng von meinen Terminen. Genau, Herr Schäfermeier, kein Problem. Liebe User, Herr Schäfermeier ist ein bisschen in Termindruck. Es ist 18.30 Uhr und unser Webinar neigt sich dem Ende entgegen. Herr Schäfermeier, gleich können Sie sich nochmal verabschieden. Ich möchte gerade unsere User nochmal ganz schnell darauf hinweisen, dass wir das Webinar aufgezeichnet haben und dass Sie natürlich das Webinar oder die Aufzeichnung gleich im Nachgang in einer E-Mail bekommen, den Link dazu, beziehungsweise die Aufzeichnung auch in einem entsprechenden Artikel auf der Finanzen-Netzseite finden können. Herr Schäfermeier, ich danke Ihnen sehr für Ihre Präsentation. Ist jetzt ein bisschen schade, dass Sie unter Termindruck stehen, aber ich glaube, Sie haben sehr, sehr viele Fragen beantwortet und uns auch echt was mitgegeben. Ich hoffe, Sie können auch aus diesem Webinar etwas mitnehmen. Wie sieht Ihr Schlusswort aus?
Ja, ich bedanke mich erstmal bei Ihnen für die tolle Moderation. Ich bedanke mich bei WR Self Invest, dass Sie entsprechend das gut organisiert haben, und Ihnen, Sie natürlich auch, bei den Zuhörern, dass Sie trotz dieses warmen Wetters mir Ihre Zeit gewidmet haben und geschenkt haben, und hoffe, dass ich den einen oder anderen wieder ein paar tolle Tipps gegeben habe, um Sie entsprechend weiterzubringen. Mir macht es immer Spaß, diese Webinare zu machen. Und ja, ich hoffe mal, wir sehen uns dann irgendwo und hören uns demnächst mal wieder. Wünsche euch auf jeden Fall erfolgreichen Training, und ja, vielleicht klappt es ja mit der Sommerrallye dann auch. Das würde mich sehr freuen. Also erstens, wenn die Sommerrallye klappt, und zweitens, wenn wir uns natürlich irgendwann nochmal über den Weg laufen in einem Webinar. Es würde mich sehr freuen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten an Ihren Geräten ebenso viel Spaß bei diesem Webinar wie wir, und Sie können das eine oder andere bei Ihren Börsenaktivitäten anwenden. Bleibt mir noch, Sie auf unseren Webinar-Newsletter hinzuweisen. Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren, dann verpassen Sie wirklich kein Webinar mehr. Und morgen geht es auch schon weiter bei Finanzen.net. Mein Kollege Volker Altvater wirft ab 18 Uhr gemeinsam mit Metin Şimşek von der UBS und Simon Betschinger von TraderFox einen Blick auf die besten Dividendenaktien Europas. Das wird bestimmt außerordentlich interessant. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Herr Schäfermeier, kommen Sie pünktlich zu Ihrem Termin. Fahren Sie vorsichtig. Tschüss Ihnen allen, bleiben Sie uns Dankeschön. gewogen. Tschüss.